Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ken Follett's Die Säulen der Erde. Was haben wir im Prolog gemacht? Das steht da und zwar, was hast du getan? Du willst, dass deine Kathedrale Hoffnung gibt. Du hast Agnes versprochen, dieses Angebot des Bischofs anzunehmen. Es fiel dir schwer, Agnes bei der Geburt zu unterstützen. Du hast Informationen über Toms Vergangenheit gefunden. Ja, habe ich. Gut. Und damit gehen wir aus dem Prolog hoffentlich raus ins erste Kapitel. Buch 1 aus der Asche. Kapitel 1. Philipp. Das Jahr des Herrn 1135 war zu Ende gegangen. Heinrich, der König von England und Sohn Wilhelms des Eroberers, war gestorben. Es war eine Zeit von Armut und Druck. In ihrer Verzweiflung glaubten die Menschen, dass Christus und all seine Heiligen sie verlassen hatten und dass die Säulen der Erde einzustürzen drohten. Pony streicheln. Ist niemand hier, uns willkommen zu heißen? Wer ist da? Du hast gerade die Brücke überquert, ja? Das kostet einen Farthing und ein Penny für dein Pferd. Mönche und Dorfbewohner zahlen keinen Zoll. Oh, ich kann das nicht gut. Das habe ich Bruder Paul auch gesagt. Es ist nicht leicht, Gottes Werk zu tun, wenn man Hunger hat. Es ist nicht viel, aber ich kann dir das hier geben. Das Tuch riecht immer noch ein bisschen nach dem Käse, der in ihm eingewickelt war. Ich hoffe, es wird dir nun leichter fallen, deine Pflicht zu tun. Ah, ganz bestimmt. Kannst du dich um einen Pony kümmern, Bruder? Ich bin gekommen, um Prior James zu besuchen. James? Die Glocken, die du da hörst, die läuten sie für ihn. Ach, lass das Pferd hier. Ich werde es später zur Priorei bringen. Ich fange mir noch einen Fisch, der sollte gut zu dem Käse hier passen. Was? Warum läutet man die Glocken? Hast du es etwa noch nicht gehört? Der Teufel ist nach Kingsbridge gekommen. Der Teufel ist nach Kingsbridge gekommen? Philipps Bibel. Du kannst Philipps Bibel auf Objekte anwenden, um herauszufinden, was die Bibel ihm darüber sagt. Oder nutze sie mit Personen, um ihn mit ihnen Fragen des Glaubens zu diskutieren. Zollhütte. Sonst sitzt Bruder Paul hier. Wo ist Paul? Jetzt gehen wir erstmal dahin und schauen uns erstmal in Ruhe um. Rein können wir nicht, fahren zwischen den Bäumen. Okay, dann gehen wir erstmal den Pfad zwischen den Bäumen. Kalkschanroher Fels ragt aus dem Boden. Wäre ich Steinmetz, wäre er mir bestimmt nützlich. Ein paar Bucheckern, die ich gefunden habe. Okay, Weg zurück. Zack, und dann können wir uns auf zur Mühle machen.
Und wir gehen erst im Fluss. Die Dwarven Fische im Fluss. Der Fluss treibt die Mühle der Pirogai an. Der Fluss trägt den Fall der Pirogai fort. Ein schäbiger Futtertrog für Verschwendung von Tun. Wenigstens frisches Heu. Warum ist hier abgeschlossen? Weg zum Kloster, Weg zum Tun. Gehen wir mal zum. Wir gehen zum Dorf. Oh je, meine. Kingsbridge. Da. Gebäude bei den Feldern. Weit weg von Sarishirim. Oh je, wie läuft der denn? Okay. Pirogai. Haupttor der Kathedrale. Stallungen. Ein schrecklicher Gestank sollte man ausmisten. Die ganze Pirogai in Saustall. Schön streicheln. Schande, immer noch alles voll Schutt. 4 Jahre seit dem Blitzeinschlag. Die Moral liegt auch in Trümmern. Wenigstens das sieht irgendwie gut aus. Gastmeister, ein frommer Mann. Zu früh für seinen Ruhestand. Okeli, dokeli. Gehen wir mal in die Kathedrale. Warum ist hier abgeschlossen? Vielleicht ist der Seiteneingang offen. Frisches Grab, Gräber. So viel Tode in Erwartung des jüngsten Gerichts. Wie viele sind ohne Sünde? Noch eine Seele, die ruht und wartet. Ah, hier ist James. Sie ist verschlossen. Was ist denn hier nicht verschlossen? Weg um die Kathedrale. Ah, also. Gut, hier vielleicht? Das sieht doch gut aus. Und da war ein Mann. Aber wir gehen erst in den Garten. Der Winter fordert seinen Tribut. Einen Samen zu säen ist wie einen Novizen zu lehren. Großes kann daraus entstehen. Das wäre Verschwendung. Okay. Ein Versuch war es wert. Weg zur Mühle. Angst, dass wir hier was verpassen? Du sollst dich nicht fürchten vor dem Schrecken der Nacht. Noch vor der Pest, die im Finstern wandelt. Der Pest, die mit dem Blitz kam, der unsere Kathedrale vor 4 Jahren traf. Habt ihr seitdem nicht alle ihre Gegenwart gespürt? James tat es. Und ich tue es auch. Aber der Herr spricht, weil er mit ganzer Liebe an mir hängt, darum will ich ihn erretten.
Unser geliebter Prior James hat sein Leben lang dem Herrn gedient. Er wird ihn von der Finsternis erretten, von dieser dunklen Erde. Prior James? Philip. Francis. Schweigt still! Viele Jahre war James unser Prior. Ich gelobe nach der baldigen Wahl, die Priorei von Kingsbridge mit ebenso fester Hand zu leiten. Amen. Philip, ich habe deinem Bruder ja gesagt, du würdest ein Neujahr hierher kommen. Ich habe nicht erwartet, dich hier zu treffen. Ich war auf dem Rückweg nach Gloucester und wollte dich sehen. Ein Priester in der Welt der Politik. Du musst uns alles darüber erzählen, Francis. Natürlich. Und sein Bruder ist jetzt schon Prior? Seit wann? 2 Jahren? Seit 4 Jahren, Cuthbert. Ah ja. Wie stehen die Dinge in St. John in the Forest, Philip? Wir sind glücklich und gesund, besser als in Kingsbridge. Wir sind glücklich und gesund. Unsere kleine Zelle ist glücklich und gesund. Glücklich und gesund? Dank deines Bruders, Francis, gedeiht St. John in the Forest. Seine Novizen sind gehorsam, seine Mönche bescheiden und fromm. Während unsere Priorei in beklagenswertem Zustand ist. James hat getan, was in seiner Macht stand. Das weißt du. Es ist nicht seine Schuld. Und sie machen in St. John auch einen großartigen Käse. Komm nachher bei uns in der Küche vorbei, ja? Bruder Cuthbert wirkte ziemlich verstört. Das sind wir alle. Die Art, wie James gestorben ist, war unheimlich. Frag den Teufel, wie ist James gestorben? Unheimlich? Wie ist Prior James gestorben? Vor 7 Tagen fand Bruder Remigius seine Kammer leer vor. Wir haben alle nach ihm gesucht. Stundenlang. Dann fanden wir seine Fußstapfen an der Brücke und ein Loch im Eis. Oh nein. Früh am Morgen des ersten Weihnachtstages muss er auf den Fluss hinausgegangen sein. Wir haben seine Leiche nie gefunden. Der Fluss hat ihn mitgerissen. Und es war kalt. Ich werde für James beten. Komm zu mir, wenn du Zeit hast, Philip. Du findest mich in der Kathedrale. Und ich sollte nachsehen, wie es Bruder Cuthbert geht. Es ist gut, dich zu sehen, Philip. Vielleicht wenden sich die Dinge doch noch zum Guten, wenn wir erst einen neuen Prior gewählt haben. Hoffentlich. Ich komme später in der Küche vorbei, Melius. Was macht Francis hier und wo ist er? Also, was meinst du, bedeutet es? Sprich mit Francis. Keine Ahnung. Ich erinnere mich, als es so war. Ich hatte so viele Fragen. Wenigstens war es nicht Remigius, der aber uns hier sollten hat. Sie leiser reden. Bruder Markus sagte, er würde jetzt jede Woche. Ich hatte so viele Fragen. Achso. Gestern habe ich gesehen, wie er geweint hat. Kapitel raus. Hast du. Was wir uns fragen müssen, ist: kann der heilige Adolphus Kingsbridge in dieser dunklen Zeit noch beschützen? Prior James konnte er nicht retten. Seit der Blitz in der Kathedrale einschlug, war James nicht mehr er selbst. Wenn du mein Amt als Sakristan übernimmst, solltest du den Bischof um eine neue Reliquie bitten. Dann werde ich Subprior sein. Ich und der neue Prior werden dich unterstützen. Lehne die Idee des Sakristans ab, unterstütze die Idee. Ich weiß nicht, ich kenne die nicht.
Eine neue Reliquie würde mehr Pilger anziehen. Philipp von Gwynedd, mit dir wollte ich reden. Wie konntest du es wagen, Bruder Remigius Requiem zu stören? Ich fürchte, der Chor wartet auf mich. Bleib, Bruder. Du kannst ruhig hören, was Philipp zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Ich bitte um Vergebung. Ich war schockiert. Ich bitte um Vergebung. Ich bitte um Vergebung. War ja keine Absicht. Ich war überwältigt, als ich hörte, dass Prior James gestorben sei. Du solltest es besser wissen. Für St. John bist du bestimmt ein guter Prior. Aber hier folgen wir den Regeln. Beende das Gespräch. Du hast von einem neuen Prior gesprochen. Du hast von einem neuen Prior gesprochen? Die Wahl wird in ein paar Tagen abgehalten. Wenn wir alle zum Kapitel zusammenkommen. Beende das Gespräch. Lass uns unser Gespräch später fortsetzen. Natürlich. Ich habe noch einiges für die anstehenden Wahlen vorzubereiten. Ja, sicher. Wer hat das nicht? Aber ich werde gut, nicht gesehen. Ich beende damit hiermit die Folge. Und hat Vater unser zu ja, damit haben wir viele interessante Dinge schon herausgefunden. Und ja, freue mich auf die nächste Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge.